Hallo, mein Name ist Ruth-Alice Kosnick. Herzlich willkommen zur vierten Lektion für Anfänger in der Aquarellmalerei. Heute beschäftigen wir uns mit Himmel und Wasser. Und dafür zeige ich euch eine besondere Technik, die nennt sich der aufgerissene Pinselstrich. Das solltet ihr zu Beginn erstmal üben. Also wie viel Feuchtigkeit braucht der Pinsel, um diesen Effekt zu erzeugen? Und dann probiert einfach diese Wasserlandschaft, die ich euch gleich zeigen werde. Und danach zeige ich euch noch, wie man Wolken herstellen kann, indem man aus einer Lasur mit einem Tuch ein bisschen Farbe wegtupft. Viel Spaß dabei! Wenn man kein Lineal hat, da gibt es einen kleinen Trick, und zwar kann man Folgendes machen. Ihr lasst hier am Rand einfach einen Tropfen fließen. Dann habt ihr hier den Horizont. Der ist manchmal nicht ganz gerade, aber für diese Übung reicht es so. Und das Aufreißen des Pinselstrichs geht so, man nimmt eben den Pinsel und legt ihn relativ flach. Ich habe jetzt, vielleicht könnt ihr das sehen, ich habe jetzt nicht ganz so dicke Lasur, sondern etwas feinere, etwas wässrigere genommen. Und man lässt den Pinsel jetzt hier so ganz zart und ganz flach, ihr seht, wie ich den halte, rüberlaufen. So, dann gibt es so aufgerissene Stellen. Und das machen wir jetzt gleich in verschiedenen Farben und auch beim Himmel, um da so eine Art Sonnenuntergang zu zeigen. Da beginnt man wieder mit den hellsten Tönen und arbeitet sich langsam vor in die Dunkelheit. Bei Wasser ist es meistens so, dass nach hinten hin das Wasser heller wird. Es gibt manchmal auch Wetterlagen, wo das etwas anders ist, aber üblicherweise wird das Wasser nach hinten heller. Ich lasse es jetzt mal einen Moment trocknen und dann kommt gleich die nächste Schicht. Diesen aufgerissenen Pinselstrich benötigt man bei vielen Bildern und deswegen sollte man es einfach üben jetzt mit diesem Himmel und diesem Wasser, damit man ein bisschen besser den Umgang damit lernt. So, noch eine letzte Schicht Dunkelheit. So, das ist einfach so eine Übungsaufgabe. Wenn ihr mögt, könnt ihr dann hier natürlich auch noch kleine Schiffe reinsetzen. Das würde ich in dem Fall so machen, dass man, wenn das ganz trocken ist, sich eine kleine Stelle nimmt, wo ein Schiff sitzen soll oder ein Segel. Und das rauswäscht quasi die Farbe. Mir ist da leider ein Haar reingekommen. Gibt da noch einen kleinen Trick. Mit einem Ohrstäbchen kann man manchmal ganz feine Stellen auch noch mal abtupfen. Jetzt zeige ich euch noch mal einen schönen Trick, um eine Wolkenstruktur zu machen. Wir zeichnen hier unten eine kleine Berglandschaft hin.
Und jetzt möchte ich euch gerne diese Wolkenstrukturen zeigen. Jetzt macht ihr als allererstes einen Blauton schön lasierend für den Himmel. Ihr könnt auch gerne über die Berge drüber gehen, über die oberen. Und jetzt lassen wir das Blau nach oben hin etwas dunkler werden. So, und ein guter Wolkentrick ist jetzt, mit einem Tempotaschentuch sich so einen Knüdel zu bilden und Wolken reinzutupfen. Und jetzt legt ihr diese Berge an, indem ihr da auch nach hinten hin heller werdet. Das gibt einfach eine schöne Tiefenwirkung. Das heißt, ich gehe jetzt hier über das zweite Bergmassiv, aber ich lege auch den ganzen Rest schon an. Hier löse ich den Rand etwas auf von der Lasur des Himmels. Hier hat sich jetzt zufällig eine Trockenlinie gebildet, die lasse ich jetzt stehen, als wäre das auch noch ein Bergmassiv. Dann lässt man das wieder trocken und dann kommt die nächste Lasurschicht. Und ihr seht, so entsteht eine Tiefenwirkung und jetzt kann man hier noch ein paar kleine Gräser anbringen, indem man den Pinsel etwas spreizt, sodass hier unregelmäßige Fransen entstehen und dann könnt ihr hier einige Grasbüschel damit erzeugen. So, und mein Bleistift wieder. Das Schöne ist, denn wenn es noch feucht ist, gibt es manchmal auch so weiße Linien darin. Das war jetzt eine Technik, um Wolken anzulegen. Es gibt aber noch viele verschiedene andere Techniken. Und jetzt zeige ich noch einige Beispiele von meinen Kursteilnehmern, die die gleiche Aufgabe hatten. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, wenn ihr mögt, oder abonniert meinen Kanal. Hier geht es zur nächsten Lektion und das ist die Lektion davor. Ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder nächstes Mal und dann bis demnächst. Tschüss!